Ich sag dir gleich, ich hab richtig gut aussehenden Mann hier eben gesehen. Soll ich ihn dir zeigen? Komm mit! Guck mal da, Bruder. Hi! Meine Lieben, und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. So den besten Burger Deutschlands. Heute im wunderschönen Lübeck. Sehr außergewöhnliche Burger. Ein Halal-Bacon habe ich gefressen. Ich habe Burger mit Chips drauf, mit selbstgemachten Röstzwiebeln. Das ist wirklich heute alles extravagant Deluxe. Freut euch aufs Video. Wir sehen uns gleich. Denkt an meinen Kommentar. Schreibt euren Kommentar rein. Holt euch die Belohnung ab, die jetzt schon mega hoch ist. Ich zeige sie da oben. Top meinen besten Burger Deutschlands in den Kommentaren. Und wir sehen uns jetzt beim ersten Laden. So, wir sind jetzt auf dem Weg zu 2 Handvoll. Ich blende hier mal ein paar Bilder ein. Lecco Mio. Die Burger sehen heftig aus. Ich gucke hier gerade, hier kann man es wahrscheinlich nicht sehen, aber ich bin hier gerade auf dem Handy. Also, die sehen heftig aus. Sehr geheimnisvoller Burger, weil man sieht keinen Google-Eintrag. Die halten sich bedeckt. Die machen einfach nur eine Homepage. Sehr professionell, ist ein Foodtruck, aber kein Google-Eintrag. Sind wir am Start? Meine Damen, ja. Meine Herren, Ihre Kommentare haben dazu geführt, dass Holle sich endlich auf den Weg gemacht hat zu dem Laden, der den Inhalt seiner Hose am besten beschreibt. Ja. 2 Handvoll Burger. Der Familienbetrieb wird geführt von Harun. Er machte sich im Alter von 20 Jahren selbstständig. Unterstützt wird er am Grill von Sally Abi. In diesem Laden wird alles selbst gemacht. Sogar die Eier kommen aus der eigenen Hühnerfarm. Seid gespannt auf das saftig-knaftige Urteil des saftig-knaftigen Holle. Achmed sagt gerade schon richtig, es ist ein Foodtruck, aber das ist nur ein Schein-Foodtruck. Eigentlich ist es ein richtiger Laden hier, gefühlt. Guck mal, die haben da eine richtige Anlage da oben dran. Das wird irgendwelche steuerrechtlichen Gründe haben. Steuerexperte Holle 2614. Keine Ahnung, das. Ich habe einfach nur Scheiße gelabert. Das ist auf jeden Fall ein Special-Modell. Die Mieten werden flach gehalten, die Kosten werden gering gehalten. Fixkosten am Limit, damit wir die beste Qualität bringen können hier im Laden. Ich habe gerade schon gesehen, Harun, es ist zwar ein Foodtruck, aber ihr habt Abgasanlage, ihr habt hier 2 Hinterhöfe, noch alles Kostenspargründe, ne? Genau. Und könnt ihr dafür die beste Qualität anbieten, oder? Wir geben uns mehr. Was habt ihr so für, Fleisch, Burger, Buns? Kannst du da irgendwas mit zu sagen? Eure Philosophie, so was steckt dahinter? Auf jeden Fall haben wir Rindfleisch. Nur Rindfleisch, wir führen kein Lamm. Unser Fleisch wird hier in Lübeck produziert. Wir haben einer der besten Fleischer hier auch in Lübeck. Wie heißt der, mein Lieber? Der heißt Musa. Musa Abi. Ich höre das immer so als Deutscher. Ich sage auch gerne mal Ahmed das Abi. Das hat was mit Respekt zu tun, ne? Wenn man einen Älteren vor der Nase hat, dann sagt man natürlich Abi. Ah, könntest du mich auch sozusagen Holger Abi nennen? Natürlich. Wie alt bist du? Ich bin 28. Okay, du bist du älter als ich. Ich bin 27. Ja, so, dann müsstest du Abi zu mir sagen. Harun Abi. Warst du Burger, ne? Grüß dich. Wie heißt du? Sali. Sali? Das ist Sali Abi. Sali? Ist das so ein berühmter Name, Sali? Nee. Nee, ne? Nee. Hast du deinen großen Hunger mitgebracht? Ich habe noch gut Hunger, auf jeden Fall. Ihr habt auch Halal-Fleisch, ne? Ja. Musa Abi hat tatsächlich auch ein Zertifikat, dass sein Fleisch halal ist. Nur aus dem Grund kaufen wir auch bei ihm. Das ist eure Bäckerei hier nebenan. Genau. Deshalb habt ihr auch wahrscheinlich richtig gutes Burgerbrot, ne? Genau, wir backen unsere Brote tatsächlich auch selber. Und haben auch, also viel, was wir verwenden, ist von uns selbst. Wir haben eine eigene Farm, zum Beispiel unser Ei, was wir auf den Burger schmeißen. Wir haben über 250 Hühner. Ja. Ach geil. Heftig. Und tatsächlich backen wir unseren Brot auch selber. Okay, dann glaube ich, eins kann ich dir schon mal sagen, ich will einen Brioche-Bun. Oh, ich sehe es jetzt schon, ich brauche gar nicht gucken. Ich nehme einen Chili-Cheeseburger. Ich feiere Chili-Cheeseburger. Macht das Sinn, Brioche-Burger? Ja, auf jeden Fall. Dann nehme ich Brioche-Chili-Cheese. Also du bist der Meister sozusagen am Burger-Grill. Kann man auch so sagen. Familie? Seid ihr Familie alle? Ja. Guck mal hier, habt ihr alles schon vorbereitet, ne? Nicht schon vorbereitet. Ah. Mit was für Gewürzen arbeitet ihr? Salz und Pfeffer auf jeden Fall. Ja. Der Rest bleibt natürlich Geheimnis. Sei ehrlich, Geschmacksverstärker drin? Nein. Gar nichts? Nein. Okay, das ist wichtig schon mal. Ich schmecke Geschmacksverstärker auf 100 Kilometer. Wie viel Gewinnspanne habt ihr auf einen Burger? Sei ehrlich. Darf ich nicht. Ahmed, du bist auch Chili-Cheese-Fan. Du hast doch Halal, ne? Ja. Das nehme ich mal gerne. Halal-Bacon? Ja, dann nehmen wir beides. Ein Halal-Bacon und ein mit Chili-Cheese. Oh, geil. Gucken wir, legen wir los. Geil ist an der ganzen Geschichte, dafür gehe ich noch mal ganz kurz raus. Wir haben eine eigene Bäckerei nebenan mit 26 verschiedenen Filialen. Das heißt, alles hier Bäckerqualität, Fleisch selber, alles selfmade, Soßen mit Sicherheit auch selber. Das Einzige, was du benutzt, ist nur Ketchup und Mayo.
Das sieht heftig aus, das sieht richtig heftig aus. Die glänzen auch umso bisschen. Habt ihr da noch was drauf gemacht? Bäckergeheimnis. Bäckergeheimnis, ne? Ihr habt erstmal extrem weiches Brioche-Patty. Richtig weich, zart. Das ist der Chili-Cheeseburger, genau. Mhm. Guckt noch mal hier rein. Hier seht ihr schön den Käse. Und man sieht, die haben die Jalapenos in den Käse reingemacht. Ah. Ihr seht, es ist absolut saftig. Das ist mal geiles. Rote Zwiebel, sage ich euch, schön knackig. Ihr merkt den Biss dazwischen. Ihr merkt halt diese Jalapenos. Du merkst, es ist frisch. Es ist frisch, es ist selbstgemacht, es ist nicht irgendwie von der Stange. Hat einen ganz individuellen Charakter. Bacon Halal. Schön mit dem Halal Bacon. Lustigerweise der Bacon, ganz ehrlich, hätte man mir nicht gesagt, dass es Rind ist. Ich hätte es nicht geschmeckt. Hat echt? Nicht geschmeckt, nein. Also schmeckt original wie Khansir. Schmeckt geil. Ja, schmeckt wie Khansir. Schmeckt wie Khansir. Und besser. Also um es auch auf Hollywood-Style zu sagen, wenn ich mir einen schönen Tag machen will, was Leckeres essen möchte, dann möchte man das Essen zum Erlebnis machen und möchte danach ein, zwei Momente haben, wo man dran zurückdenkt und einfach so denkt, oh, das war ein richtig schöner Moment, an den ich gerne denke. Und gerade bei dem Bacon Burger, der erste Biss, den habe ich versucht zu greifen und ich habe ihn mit dem Käse und dem Gesamtfeeling vom Burger, der ist mir direkt, ja, einzigartiger Moment im Kopf behalten und der wird so verbleiben in meinem Kopf. Vorab schon mal die Note zu den Pommes, knusprig, frisch. Genauso wie Pommes sein müssen. Aber ich finde, die stechen jetzt nicht so übertrieben heftig raus. Ne? Also es sind einfach geile Pommes. Ich finde so vom Gesamtfeeling, so wie Pommes sein sollen. Top lecker Pommes, kann man nicht anders sagen. Wir belassen das erstmal bei dem für diesen Burger. Fetzen zum nächsten. Die Bewertung vom Burger seht ihr am Ende des Videos. So, Leo's Joyce and Burger. Wir sehen uns gleich beim Burger Bra. Willkommen in Lübeck. Willkommen bei Leo's Burger. Leo's Burger. Leo's Burger ist bekannt für ausgefallene Burger-Kreationen. Heute die Variante Chips und Käse. Chips und Käse. Nicht nur die Burger spielen optisch ganz oben mit. Auch die Mitarbeiter. Hier zu sehen, Mohammed. Optisch auch ganz oben dabei, der Geheimnisvolle. Manche sagen, er wäre der Chef. Seid gespannt auf das saftig-knaftige Urteil des saftig-knaftigen Holle. Wie ist der Name? Walid. Walid? Walid. Genau. Hört sich an wie Indisch. Ja, kann man so sagen. Bist du Inder? Nein, Araber. Araber? Ja. Ich sag dir gleich, ich hab richtig gut aussehenden Mann hier eben gesehen. Soll ich ihn dir zeigen? Komm mit. Guck mal da, Bruder. Hi. Leute, ich hab hier Walid am Start. Hi. Grüß dich, Bruder, ne? Ja. Wir wollen Burger heute bei euch fressen. Machen wir gehen. Euer Burger soll heftig sein. Das so von meiner Community, ne? Die haben ganz viele Geschichten und gesagt, geh zu Joyce and, wie heißt der Laden? Joyce and Leon's. Joyce and Leon's, ja. Was zeichnet euren Burger aus? Warum ist er gut? Ich sag gar nichts, ich zeig euch. Ja, okay. Das ist unser Fleisch, auf jeden Fall von heute. Oha. Das haben wir hier, Lachs. Lachsburger, der ist genau. Heftig. Das ist Lachsburger. Dieser Salat hier, Brötchen auch. Unser Brötchen auf jeden Fall auch frisch. Hol dir vom Bäcker frisch, oder? Vom Bäcker, ja. Hier haben wir Vollkorn. Ja. Nee. Und dann Sesam. Wir müssen noch überlegen, was für einen Burger wir überhaupt nehmen. Amerikanische Burger? Ja, Crunchy Burger. Crunchy? Chips drauf und sieht auch gut aus. Ach so, aber das ist Hähnchen, denn, ne? Geht auch mit Hähnchen, ja, auf jeden Fall, aber machen wir normalerweise mit Beef. Nee, dann mache ich mit Hackfleisch, weil das hört sich für mich special an. Das ist das, was ihr mir auch empfehlen würdet, ne? Machen wir gehen. Okay. Oh, guckt euch das mal an, Alter. Das ist mein Burger, ne? Ja, genau. Das ist Burger und hier ist Brioche. Ah, und da habt ihr Chips drauf. In Lübeck sind die Ketchup-Dosen mit drei Öffnungen. Das sind hier die Dreilochstuten, habt ihr hier am Start. Ja. Das sind Röstzwiebeln, ne? Röstzwiebeln, das machen wir auch selber. Macht ihr selber, ne? Sieht man. Auf jeden Fall, ja. Das machen wir auch selber. Mhm. Habt ihr gesehen, Chips auf Burger, habe ich irgendwann schon mal gehört, noch nie gegessen. Röstzwiebeln, da kriegt ihr mich. Wo habt ihr doch selber gemacht? Da werde ich richtig wuschig, Wolli. Ja. Schreibt es in die Kommentare, Wolli. Er macht es heftig, aber er glaubt selber nicht, dass du machst es richtig gut heute. Ich hoffe. Ja. Hoffentlich. Du musst mal ein bisschen, du musst mal ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Du machst so heftig, keiner vor der Kamera fast hat so viel Performance wie du. Und deswegen bin ich jetzt nervös. Ja, ist aber sympathisch, sehr sympathisch. Ja, richtig.
Optik ganz weit oben, der Burger. Guckt euch das an. Das sieht Wolli ganz heftig aus. Also ich sage euch so schon mal, eine Schwierigkeit gibt es beim Burger, ihn in den Mund zu kriegen. Du hast ein bisschen Bart in die Soße. Mhm. Sehr bissfest, das Fleisch. Natürlich, man muss das unterscheiden. Klar gibt es auch dieses Fleisch, was einfach so durchgeht, quasi zart. Ist natürlich auch immer Geschmackssache. Hat auch viel mit der Körnung vom Fleisch zu tun. Aber es erstmal auffällt, viel Soße, viel Remoulade, viel Belag auch, ne? Also nicht so wie von der Zusammenstellung des Burgers. Nicht so wie sag ich mal, vielen anderen Burgern. Das Fleisch im Fokus steht hier, steht sehr viel auch Soße. Käse, die Röstzwiebeln, Chips sind schon sehr präsent. Die Röstzwiebeln auch wirklich. Lecker im Geschmack, sehr bissfest. Also mal zur Festigkeit vom Fleisch. Kann ja viele Faktoren haben, die da eine Rolle spielen. Generell mag ich beides. Ich mag zartes Fleisch. Ich mag aber auch mal so richtig bissfestes Fleisch, was irgendwie auch nicht etwas grober gewolft ist. Zwiebeln sind wirklich angenehm, geilen Geschmack. Auch schön im Biss. Also nicht dieses, das ist nicht dieses ganz crunchige, sondern eher bissfest mit Herz. Die Chips dazu mal was anderes. Ist eine gewagte Kreation, sehr soßenlastig. Von den Soßen, Wolli, sag ich so für meinen Geschmack zu viel ein bisschen Soßen. Das Bun, dieser Croissant-Charakter, fand ich wirklich sehr lecker. Du hast mein Statement quasi zum Burger generell gehört, so was ich plus minus gesagt habe. Mhm. Das ist eine individuelle Sache, hätte ihr mir den Burger, glaube ich, mit weniger Soßen präsentiert. Weil es war mir zu soßenlastig, auch die Remoulade, ne? Ja, aber ich krieg trotzdem von mir einen 7 von 10. Echt leckerer Burger, aber für mich, und das muss jeder selber wissen, waren zu viel Soßen. Für mich lieber den Fokus noch mehr auf das, was so special auch ist, auch mit den Chips, mit den Zwiebeln. Aber Top-Burger, echt lecker. Kann man sehr gut essen. Oh, und jetzt gehen wir zur Bewertung eben noch von 2 Handvoll. Zu der Bewertung von 2 Handvoll. Bewertung für mich immer wie Mathematik schlimmer. Mathematik hast du 2 plus 2 ist 4, ganz klar. Aber wie willst du ein Essen bewerten auf den Punkt bringen? Bacon super lecker, mit gutem Gewissen. Tatsächlich wie normaler Bacon vom Schwein geschmeckt, aber vom Rind, was mir persönlich noch besser gefällt. Knackige Jalapenos, guten Käse, gutes Gesamtbild vom Burger. Und da ist der Punkt. Generell beim Gericht zielt das Gesamtbild. Scheiß erstmal auf alle Kleinigkeiten, du beißt rein, schmeckt es oder nicht. Du hast alles zusammen. So, ist es geil, ist es nicht geil und es war geil. Weshalb ich in Anführungszeichen dem Burger meine Bewertung 7,2 gebe und nicht höher ist, wir suchen den besten Burger Deutschland. Dafür hat das Brioche individueller Charakter, individueller Geschmack, Fleisch individueller Geschmack, Röstaromen. Und das waren 3 Sachen, die irgendwo nicht präsent genug waren. Ein Röstaromen habe ich nicht gespürt, aber ein super Burger. Denkt dran, dass da oben okay, aber 7,2 ist eine Top-Bewertung. Ne? Leckerer Burger, kann ich empfehlen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Sehr spaßiges Video wieder, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid weiter dabei, begleitet mich auf meiner Mission, dass wir den besten Burger finden endlich in Deutschland. Ich kriege die heftigsten Kommentare von euch. Ich hoffe, das bleibt dabei. Schreibt mir eure Kommentare rein. Das ist mein Support. Das ist das, was ich brauche. Also ballert rein und den Daumen oben. Wir müssen die Daumen nach oben ballern. Abo rein und wir sehen uns beim nächsten Mal.